Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Bake and Play on Tour. Hinter uns befindet sich der größte Zoo Tschechiens, der Zoo in Prag, den wir heute gemeinsam erkunden werden. Schon bereits 1900 gab es erste Pläne für einen Zoo in Prag. Da es bis dahin noch keinen gab, sollte ein Zoo auf einer Insel mitten in der Moldau entstehen. Die Pläne wurden irgendwann verworfen und letztendlich kam es dann 1931 dazu, dass der Zoo hier an dieser Stelle in der Nähe des Zoos Troja eröffnet wurde, weil hier einfach eine wunderbare Fläche, die landschaftlich auch sehr interessant ist, zur Verfügung stand. Und hier entstand dann eben der Zoo in Prag. Wir werden uns den Zoo heute anschauen. Auf einer Fläche von 58 Hektar gibt es 15 Tierhäuser. In diesem Zoo leben um die 700 verschiedene Arten, 5000 Tiere insgesamt ungefähr. Einige davon werden wir uns heute anschauen. Und jetzt würde ich sagen, kommt einfach mal mit. Gleich unsere erste Station hier im Prager Zoo ist das Darwin Center. Hier gibt es unter anderem eine begehbare Anlage für graue Riesenkängurus, die ihr hier in diesem kompletten Verlauf seht. Im Darwin Center sind unter anderem auch noch natürlich andere australische Tiere untergebracht, wie beispielsweise Nacktnasenwombats und auch die tasmanischen Teufel. Leider ist es mir nicht möglich, euch heute sowohl die Teufel als auch die Wombats zu zeigen, denn es wird gerade ein neuer weiblicher Wombat in seine Anlage eingewöhnt. Das bedeutet natürlich, dass es für die Tiere recht stressig ist und eine recht sensible Zeit. Und deswegen ist eben dieser Bereich der Darwin-Anlage leider gesperrt, sodass wir, wie gesagt, beide Tierarten leider nicht sehen können. Aber ich bin davon überzeugt, dass wir früher oder später in einem anderen Zoo dann Bildmaterial zu diesen Tieren auch nachreichen können. Wie ihr schon seht, gerade hier auf dieser begehbaren Anlage für die Riesenkängurus, die jetzt gerade in der Morgensonne noch so ein kleines bisschen ruhen, kommt man den Tieren wirklich äußerst nahe. Zu Anfang unserer Tour ist uns gleich etwas ganz Besonderes geglückt, denn im indonesischen Dschungel konnten wir die Ohrenschuppentiere sehen. Und nicht nur die Ohrenschuppentiere selbst sind etwas wirklich Einzigartiges, das man in Europa nur in zwei Zoos überhaupt zu Gesicht bekommt, nämlich in Leipzig und hier in Prag. Nein, Prag ist tatsächlich auch die europäische Erstzucht der Ohrenschuppentiere gelungen. Und dieses kleine Würmchen, das ihr hier rumlaufen seht, ist der erste europäische Nachwuchs der Ohrenschuppentiere, die kleine Schischka, die hier mit ihrer Mutter zusammen das Gehege erkundet. Wir haben auch die Information bekommen, dass der Zoo Prag aus Taiwan informiert wurde, dass die kleine Schischka ein bisschen übergewichtig sein könnte. Aber ich denke, lieber ein bisschen Übergewicht, als dass es irgendwelche gesundheitlichen Schwierigkeiten gäbe. Hier sind wir nun im indonesischen Dschungel und ihr könnt hier die Innenanlage für die Orang-Utans sehen. Hier gibt es auch Nachwuchs aktuell gerade. Kavi befindet sich dort oben mit seiner Mutter im Nest und genießt auch hier drin auf der Innenanlage noch die Morgensonne. Im späteren Verlauf des Tages gehe ich mal davon aus, dass es dann für ihn auch nach draußen gehen wird und er mit seiner Mutter die Außenanlage erkunden kann. Hier seht ihr nun auch die Außenanlage der Orang-Utans. Während wir vorher den Kleinen mit seiner Mutter in der Innenanlage gesehen haben, befindet sich Papa jetzt gerade hier auf seiner Außenanlage und genießt ebenfalls die Morgensonne. So wie es aussieht, hat er auch gerade noch ein bisschen was vom Frühstück übrig und sammelt jetzt die Reste vom Frühstück zusammen und erkundet so die Anlage. Er ist ja auch nicht alleine, sondern noch zusammen mit einem weiteren Weibchen, sodass ihm tatsächlich hier definitiv auch nicht langweilig werden wird, gerade auch mit der gut strukturierten Anlage.
Hier im oberen Teil des Zoos Prag sieht man nun auch die Flusspferd-Außenanlage und das Hippohaus, das auch in den letzten Jahren hier entstanden ist. Die Flusspferde und die Elefanten haben zuletzt im unteren Teil des Zoos gewohnt, wegen der großen Flut in 2002, auf die wir nochmal zurückkommen werden, sind sie aber jetzt in den oberen Teil umgezogen. Hier finden wir zwei Tiere, Maruschka und Chacho. Die beiden Tiere befinden sich jetzt hier, wie gesagt, gerade auf der Außenanlage. Während ein Tier sich im Wasser befindet, liegt das andere auf seiner Landfläche und genießt ein wenig die Sonne. Das Interessante bei Flusspferden ist tatsächlich, dass Flusspferde nicht schwimmen können. Nein, die Tiere ertrinken natürlich dann auch nicht im Wasser, sondern sie laufen auf dem Grund der Wasserfläche. Weiterhin sehr interessant ist, dass sich bei den Flusspferden Ohren, Augen und Nase auf einer Ebene befinden, sodass sie letztendlich, wenn sie auftauchen, sämtliche ihrer Sinne nutzen können. Also sie können hören, sehen und riechen, ohne dass sie dazu den Kopf direkt aus dem Wasser strecken müssen, sondern wirklich nur ein kleines Stück nach oben tauchen müssen. Hier im oberen Teil befinden wir uns jetzt vor dem Kongo-Reservat. Das neueste abgeschlossene Projekt des Zoos Prag, wo nicht nur die Zuchtgruppe der Flachland-Gorillas untergebracht ist, die hier mit Gereza-Affen vergesellschaftet sind, sondern auch die Debraza-Meerkatzen, die hier mit einem Brüderpaar Pinselohrschweinen zusammenleben, Zwergmeerkatzen, Quastenstachlern und so weiter und so fort. Hier finden sich auch diverse Bildungseinrichtungen, die ein wenig auf die In-Situ-Projekte des Zoos Prag hinweisen sollen. Denn der Zoo Prag unterstützt ein In-Situ-Projekt oder finanziert ein In-Situ-Projekt im Kongo, das zur Aufklärung der Bevölkerung dient, was die Jagd auf Gorillas, Schuppentiere und so weiter hindeutet, beziehungsweise der Bevölkerung eben aufzeigt, dass die Jagd dieser Tiere falsch ist und diese Tiere schützenswert sind und geschützt werden müssen. Das Ganze auch mit sehr großem Erfolg. Es wird in nächster Zeit dafür voraussichtlich auch Unterstützung aus EU-Geldern dafür geben, sodass dieses Projekt noch weiter vorangetrieben werden kann und noch mehr damit erreicht werden kann. Hier seht ihr jetzt auch nochmal die große Innenanlage für die Flachland-Gorillas. Diese Anlage ist vor kurzem erst entstanden und eröffnet worden. Ich glaube, es war irgendwann im Laufe des letzten Jahres. Hier befindet sich nun ein neuer Gorillamann, der aus Wien nach Prag kam, um frisches Blut in die Gruppe zu bringen. Und auch die älteste Gorilladame des Zoos Prag. Leider habe ich den Namen jetzt vergessen, aber diese Gorilladame ist 50 Jahre alt inzwischen. Hier könnt ihr sie jetzt im Bild noch mal kurz sehen. Im Vergleich zu Fatu aus dem Zoo Berlin, wenn ihr euch daran erinnern könnt, macht die Dame allerdings noch einen extrem fitten Eindruck. Die Gorillas sind hier auch nicht komplett allein auf der Anlage, sondern sie teilen sich die Anlage mit den Gereza-Affen, die wir sicher später dann auch noch sehen werden. In einer weiteren Anlage hier im Gorilla-Reservat finden wir dann auch noch die Debraza-Meerkatzen, die auch sehr selten gezeigt werden. Meerkatzen finde ich immer sehr schön aufgrund ihrer Fellfärbung. So haben die Debraza-Meerkatzen, berichtigt mich bitte, ihr wisst, glaube ich, dass ich farbenblind bin, einen leichten Grünstich im Fell. Und das finde ich wirklich sehr faszinierend. Die Tiere sind hier auch wieder vergesellschaftet, also nicht alleine. Ihr seht links so ein kleines bisschen, es findet sich hier auch noch ein Brüderpaar der Pinselohrschweine im Gehege. Und das Jungtier ist anscheinend gerade sehr, sehr interessiert an den Pinselohrschweinen, oder sie sind zumindest nicht sehr geheuer. Hier im Kongo-Reservat befindet sich auch ein ganz kleines Nachttierabteil für die, ich muss es jetzt leider auf Englisch sagen, denn deutsche Auszeichnung von den Tieren findet man hier nicht immer, Straw-Colored Fruit Bat. Also ein Flugfuchs, so wie es aussieht, Flugfuchs oder Flughund auf jeden Fall.
Ihr könnt mir ja in den Kommentaren mal schreiben, wie der korrekte deutsche Name dafür ist. Um das Bild noch zu vervollständigen, möchte ich euch natürlich auch noch die schöne, große und extrem gut strukturierte Anlage für die Gorillas zeigen. Im Hintergrund dazu befindet sich auch die riesengroße Afrika-Savanne, die wir dann später noch sehen werden oder jetzt dann auf unserem Weg hier raus, wo sich Giraffen mit jeder Menge unterschiedlicher Antilopenarten das Gehege bzw. die große Savanne teilen. Wenn wir hier nun ein kleines bisschen über das Dach des Kongo-Reservats schwenken, über die Außenanlage der Gorillas, die ihr jetzt eben nochmal in voller Größe sehen könnt, seht ihr auch im Hintergrund gleich die vorher bereits angesprochene riesengroße Afrika-Savanne. Auf dieser Afrika-Savannenanlage befinden sich Giraffen. Dann haben wir die Beisa-Oryx-Antilope. Wir haben Blässböcke und Rappen-Antilopen. Und wenn mich nicht alles täuscht, ich lehne mich jetzt ein kleines bisschen aus dem Fenster, haben wir dort auch noch Mrs. Grace Wasserböcke. Hier habt ihr jetzt nochmal einen wunderbaren Blick über die Afrika-Savanne von der anderen Seite mit eben dem Kongo-Haus im Hintergrund. Ich muss mich hier an der Stelle nochmal kurz berichtigen. Ich habe ja vorher gesagt, ich lehne mich weit aus dem Fenster, wenn ich sage, wir haben hier Mrs. Grace Wasserböcke. Es sind keine Mrs. Grace, sondern es sind Litchi-Wasserböcke, die wir hier noch mit auf der Anlage finden. Und ich habe euch freierweise auch die Grefi-Zebras noch unterschlagen, die natürlich ebenfalls mit den Tieren hier auf der Anlage sind. Das Schöne finde ich hier auch, dass im Gegensatz zu anderen Zoos, wo die Antilopen immer mehr aus dem Blickwinkel verschwinden, noch eine Vielzahl von Antilopen hier in Prag gehalten wird. Nicht nur hier auf der Afrika-Savanne, wir werden später auch noch die ein oder andere Antilopenart sehen, unter anderem auch die Bongos. Und wenn wir Glück haben, dürfen wir vielleicht die Bongos auch füttern. Unsere Begleitung hat geschaut, ob sie es möglich machen kann für uns, und ich werde im Laufe des Tages dann erfahren, ob es tatsächlich geklappt hat. Dann werden wir uns bei der Bongo-Fütterung sehen. Wir befinden uns hier jetzt im Giraffenhaus des Zoos Prag, und im Giraffenhaus finden wir nicht nur die Giraffen, die sind sowieso alle auf der Außenanlage. Nein, wir finden hier auch eine Gemeinschaftsanlage für Erdferkel und Dickdicks. Während die Erdferkel hier den Tag verschlafen, da sie ja dämmerungs- und nachtaktiv sind und sich in den unbequemsten Positionen räkeln, befinden sich die Dickdicks gerade auf der Außenanlage. Direkt an die Afrika-Savanne, auf der anderen Straßenseite sozusagen, schmiegt sich dann auch schon das Tal der grauen Riesen, also die Elefantenanlage des Zoos Prag an. Die Tiere kamen jetzt gerade eben erst aus ihrer Innenanlage, freuen sich jetzt drauf, diesen wunderbaren sonnigen Tag auf der Außenanlage zu genießen. Wir haben hier ein Jungtier mit auf der Anlage, wobei so jung wird der oder die Kleine hier jetzt nicht mehr sein. Ich kann mich daran erinnern, dass ich vor 3 Jahren hier war und es gab mehrere Jungtiere hier auf der Anlage. Ich weiß nicht, ob in der Zwischenzeit tatsächlich noch ein weiteres geboren wurde. Ansonsten sehen wir hier jetzt die Elefantenkühe, der, wie ihr es erkennen könnt, an den Ohren hauptsächlich natürlich der asiatischen Elefanten, die wir hier im Zoo Prag finden. Auch die Elefantenanlage ist in den letzten Jahren neu entstanden, befand sich zuvor auf dem unteren Teil des Zoos. Warum das Ganze so ist, werde ich euch zu einem späteren Zeitpunkt dann noch mal genauer erklären. Ich
Ich hatte es ja gerade schon erwähnt, dass die Elefanten vor einigen Jahren hier in den oberen Zooteil umgezogen sind, da sie zuvor im unteren Zooteil gewohnt haben. Ebenfalls wie die Gorillas. Das hat einen ganz einfachen, aber auch dramatischen Grund. Denn vielleicht kann sich der ein oder andere daran erinnern, in 2002 gab es ein verheerendes Hochwasser, das natürlich auch den Zoo Prag nicht verschont hat. Gerade mit seiner Lage direkt an der Moldau wurde der untere Zooteil komplett überschwemmt. Viele der Tiere mussten evakuiert werden, einige Tiere wurden freigelassen und dennoch sind über 100 Tiere durch diese Flutkatastrophe verendet, unter anderem auch ein Elefantenbulle. Ein ganz besonderes oder eine ganz besondere Geschichte hatte ein Seehundbulle, der Name ist mir jetzt leider Gottes entfallen, der tatsächlich von hier, von Prag über die Moldau in die Elbe nach Deutschland geschwommen ist und in Deutschland dann eben aufgegriffen wurde und zurücktransportiert werden konnte nach Prag. Leider Gottes hat er den Rücktransport aber nicht überlebt. Wie gesagt, aufgrund dieser Flutkatastrophe wurde letztendlich dann beschlossen, die Tiere, die eben nicht so einfach evakuiert werden können oder die besonders gelitten haben dadurch, in den oberen Zooteil zu verlagern, sowie eben die Elefanten und die Gorillas und dafür im unteren Zooteil die Konzentration mehr auf semi-aquatische und aquatische Tiere zu legen, die entweder leichter evakuiert werden können oder aber mit den Wassermassen besser zurechtkommen. Im Anschluss an die Kuhanlage, wo wir vorher die Mütter mit ihren Jungtieren gesehen haben, befindet sich nun hier die Bullenanlage. Auch hier ist der große Zuchtbulle nicht allein auf der Anlage, sondern zusammen mit zwei halbstarken Jungs. Das hat natürlich den Vorteil, dass der Bulle zum einen nicht komplett allein ist, sondern ähnlich wie in der Natur, wo sich lose Zusammenschlüsse von Elefantenbullen dann eben zusammenschließen, sich die Zeit mit den Kleinen vertreiben kann, was letztendlich auch den Vorteil hat, dass er die beiden so ein bisschen unter seine Fittiche nehmen kann und ihnen auch beibringen kann, was es heißt, ein richtiger Elefantenbulle zu sein und wie man sich als ein solcher auch zu verhalten hat. Im oberen Teil des Zoos finden wir auch diverse Anlagen für alle möglichen Huftiere, wie zum Beispiel hier auch das Waldrentier, das europäische. Wenn ihr euch jetzt wundert und euch denkt, oh mein Gott, der arme Kerl, dem fehlt ja schon ein Horn oder eine Seite seines Geweihs, das ist gar nicht so schlimm, denn anders als bei Hornträgern, die ihre Hörner ja die ganze Zeit übertragen, ist es bei Geweihträgern tatsächlich so, dass das Geweih zu Anfang des Jahres wächst und am Ende des Jahres, also im späten Herbst, nach der Brunft dann abgeworfen wird und im nächsten Jahr dann wieder auf ein neues wächst. Also von daher ist es nicht schlimm, wenn mal eine Seite fehlt oder eine Seite abgebrochen ist oder was auch immer, denn das wächst im nächsten Jahr dann einfach wieder nach. Eine weitere Anlage, die wir im oberen Teil des Zoos finden, ist die für den europäischen Bison bzw. das Wisent. Ich hatte es euch ja im Zoo Berlin auch schon gezeigt und auch erklärt. Diese Tiere waren ursprünglich in Europa extrem weit verbreitet, also von Zentraleuropa bis hin nach Sibirien. Aber durch die Abholzung der Wälder und die aktive Bejagung der Tiere waren 1920 die Wisente in freier Wildbahn komplett ausgestorben. Gott sei Dank gab es tatsächlich noch Tiere in Gefangenschaft, sodass diese dort gezüchtet werden konnten, wo sich unter anderem auch der Zoo Prag natürlich daran beteiligt hat und die Tiere dann teils wieder ausgewildert werden konnten. So zum Beispiel in Polen oder in der Kaukasusregion. Für alle, die hin und wieder auch was für den Niedlichkeitsfaktor brauchen, findet sich oben hier auf der Spitze des Zoos mehr oder weniger die Anlage für die Schwarzschwanzpräriehunde. Schwarzschwanzpräriehunde sind sozusagen die Erdmännchen Nordamerikas und nicht weniger niedlich anzusehen. Von der Verhaltensweise ganz ähnlich,
Auch sie bauen unterirdische Bauten, in denen sie sich aufhalten. Auch sie bewachen ihre Gruppe mit Argusaugen und warnen ihre Gruppenmitglieder vor Feinden, die aus der Luft angreifen könnten, mit einem lauten Pfeifen, wodurch sich die Tiere dann schnell in ihre unterirdischen Bauten verstecken. Da der Zoo Prag sich ja an Steilhanglage mehr oder weniger befindet, ist es ganz gut, wenn man gut zu Fuß ist oder so ein kleines bisschen bergfest ist. Allerdings, die Leute, die das nicht sind, müssen sich nicht sorgen. Auch ihr könnt den oberen Teil besuchen ohne großen Aufwand. Für ein ganz kleines Taschengeld könnt ihr euch so eine Fahrt mit der Seilbahn erkaufen und dann dementsprechend vom unteren Teil ganz bequem nach oben in den oberen Zooteil fahren. Auch im oberen Teil des Zoos gibt es ein paar Australienanlagen, so wie hier diese schöne Anlage für Bergkängurus. Bergkängurus werden auch eher selten in europäischen Zoos gezeigt. Außer hier im Zoo Prag fällt mir eigentlich nur noch der Tierpark Berlin ein. Ihr seht vielleicht an den Tieren auch, dass sie ein kleines bisschen robuster sind und vor allem auch ein dickeres Fell haben als ihre Verwandten, die roten oder die grauen Riesenkängurus. Das liegt natürlich auch daran, dass in den Bergregionen dementsprechend das Klima ein bisschen rauer und ein bisschen kälter ist und die Tiere natürlich vor Wind und Wetter besser geschützt sind. Eine weitere begehbare Anlage hier im Zoo Prag ist die Foliere für die Loris und die Schildsittiche, denen man hier sehr nahe kommen kann, aber natürlich wieder nicht zu nah, um die Tiere zu stören, zu verletzen oder ja, die Tiere in Gefahr zu bringen. Ein weiterer Vertreter der australischen Tierwelt ist einer der australischen Laufvögel, der wohl bekanntere von den Laufvögeln, die es in Australien gibt, der Emu. Und hier haben wir auch noch was ganz Besonderes. Hier haben wir Emu Mama oder Papa zusammen mit einem Jungtier. Ihr könnt schon sehen, die Jungtiere sehen anders aus als ihre Eltern, haben ein gestreiftes Dunenkleid mehr oder weniger, damit sie in ihrer Umgebung in der Graslandschaft besser getarnt sind und nicht so auffallen und dementsprechend besser geschützt sind vor eventuellen Beutegreifern. Direkt neben der Emu-Anlage finden wir dann eine weitere Anlage für eine zoologische Rarität. Nicht mehr ganz so rar wie früher noch, aber immerhin noch sehr selten gezeigt, das Sumpfwallaby. Auch das Sumpfwallaby wieder sehr schön farblich komplett anders gezeichnet als andere Känguruarten mit dem dunklen Fell und diesen schokoladenbraunen Häubchen mehr oder weniger zu den Ohren hin. Hier haben wir auch noch eine ganz große Besonderheit aus Süd- und Mittelamerika, die Taira. Wie ihr schon sehen könnt, sieht die Taira sehr ähnlich aus wie unsere europäischen Marder, was auch daran liegt, dass die Tiere eng miteinander verwandt sind. Also auch die Taira ist eine Marderart aus Südamerika. Das Verhalten, das ihr hier jetzt auch gerade sehen könnt bei dem Tier, ist auch ganz, ganz was Eindeutiges oder Typisches für diese Tierart, nämlich das Markieren ihres Reviers. Deswegen schuppern sich die Tiere eben mit ihren Hälsen oder mit ihrem Körper dementsprechend an den Baumstämmen, um zu zeigen, das hier ist mein Revier, hier bin ich zu Hause, hier gehöre ich hin.
Eines der Tierhäuser, der vielen Tierhäuser, die es im Zoo Prag gibt, ist das Afrika-Haus. Hier an dieser Stelle finden wir zum Beispiel eine Anlage mit seltenen Baumschliefern, die hier zusammen mit einer Tierart aus Asien vergesellschaftet sind. Ich kann es leider nicht erkennen, was genau es ist, weil ich den Namen nicht verstehe. In der Beschreibung steht Northern Tens. Also es sind so kleine Hörnchen letztendlich, die hier noch mit drin sind. Ich kann sie euch leider gerade nicht zeigen. Die befinden sich hier mit auf der Anlage wegen der vielen Cockroaches, die hier wohl sind. Und um diesen Herr zu werden, sind eben die kleinen Hörnchen hier noch mit drin. Hier im Afrika-Haus finden wir viele Innenanlagen auch für nachtaktive oder dämmerungsaktive Tiere wie Löffelhund, Honigdachs und so weiter. Natürlich ist es in einem Tierhaus immer schwierig zu filmen, wegen der Geräuschkulisse auch. Deswegen werde ich euch jetzt dann gleich noch ein paar der Außenanlagen der Tiere zeigen und hoffen, dass wir einige von ihnen dort auch finden werden. Im Außenbereich des Afrika-Hauses finden wir dann hier diesen, ich will schon fast sagen, Steinirrgarten mit allen möglichen Felsstrukturen und natürlich mit Außenanlagen für die Tiere. Hier auf der rechten Seite beispielsweise befindet sich die schöne Außenanlage für die Honigdachse. Ich habe vorher eins der Tiere innen in der Innenanlage liegen und schlafen gesehen. Deshalb gehe ich mal davon aus, dass wir leider kein Glück haben werden und auch eins dieser Tiere hier draußen sehen werden. In einer weiteren Außenanlage finden wir dann auch noch was Besonderes und vor allen Dingen auch was besonders Niedliches. Wir haben ja vorher schon unsere Präriehunde gesehen. Hier gibt es nun die Kap-Borstenhörnchen, die nicht minder interessant sind und nicht minder niedlich. Anders als unsere Eichhörnchen in Europa halten sich die Kap-Borstenhörnchen eher auf dem Boden auf und nicht wie die Verwandten in Europa in den Bäumen. Hier im oberen Teil haben wir nun dann auch noch die Eisbärenanlage. Das ist natürlich nicht die komplette Anlage, die ihr hier seht. Die Anlage ist zusammengeschaltet mit einem zweiten, weitaus größeren Teil noch mit großem Wasserbereich auch für die Tiere. Dass diese Haltung hier jetzt nicht mehr wirklich zeitgemäß ist und ein bisschen renovierungsbedürftig ist, ist uns, denke ich, allen klar. Dem Zoo Prag auch. Und deswegen ist das nächste Großprojekt des Zoos, das bereits in Arbeit und in Planung ist, eine große, riesige Eisbärenanlage, ebenfalls im oberen Teil. Wie gesagt, nach dem Kongo-Reservat für die Gorillas das nächste Großbauprojekt, das mit Sicherheit aber noch einige Jahre in Anspruch nehmen wird, bevor das eröffnet und fertig gebaut werden kann. Ich wollte es mir nicht nehmen lassen, euch eine meiner Lieblingsanlagen hier im Zoo Prag zu zeigen. Das hier ist die Anlage für die kleinen Pandas. Und ich kann euch nicht sagen, warum es eine meiner Lieblingsanlagen ist, aber es erinnert mich immer so ein kleines bisschen an das Dschungelbuch, wenn ich mir das Ganze hier anschaue. Natürlich ist der Nachteil, dass man dadurch die Tiere nicht so gut sieht, wenn sie nicht gerade aktiv und in Bewegung sind. Aber dennoch finde ich diese Anlage einfach wunderschön. Wir bewegen uns jetzt hier auch schon auf das nächste Tierhaus zu, ebenfalls erst in den letzten Jahren entstanden, auch wieder wirklich wunderschön geworden und vor allem wie so alles hier in Zoo Prag wunderbar an die Umgebung angepasst. Wir haben hier das Papageienhaus und ihr könnt hier gleich auf der rechten Seite in der ersten Anlage auch schon die Keas sehen, eine der neuseeländischen Papageienarten, die wir leider in Stuttgart nicht wirklich angetroffen haben, aber heute sehen wir sie und wir werden auch von ihnen direkt begrüßt. Keas sind sehr aktive Vögel, sehr neugierige Vögel und sehr, sehr ideenreich.
Sie wollen sehr viel oder sie brauchen sehr viel Beschäftigung in ihren Anlagen. Deswegen findet man in den meisten Kehranlagen immer sehr viel Spielzeug, damit die Tiere immer was zu tun haben und nicht gelangweilt werden. Neben ein paar einzelnen abgetrennten Volieren gibt es hier auch die ein oder andere Freiflughalle für Papageien und Kakadus, wie hier jetzt beispielsweise die Palmkakadus, die mit einigen anderen Vögeln, von denen ich selbstverständlich, wie ihr es von mir gewohnt seid, die Namen nicht kenne. Ich glaube, ich habe den Satz nicht ganz vollendet. Auf jeden Fall, die Palmkakadus befinden sich hier natürlich mit mehreren anderen Vögeln. Bevor wir das Papageienhaus nun komplett verlassen, gibt es hier auch nochmal eine begehbare Außenvoliere, ebenfalls mit diversen Papageienvögeln. Ich kann euch die Namen ja mal auf Englisch vorlesen. Wir haben hier, ich fange schon an, Cordilleran Parakeet, Australian Parakeet and Burrowing Parrot. Ich glaube, eins davon müsste der Felsensittich sein. Ich bin mir aber, wie gesagt, wieder nicht hundertprozentig sicher, was das angeht. Und wir haben hier auch den Monk-Parakeet noch. Wie gesagt, ihr könnt mich gern in den Kommentaren dann immer wissen lassen, was für Vögel das tatsächlich waren. Ich bin da tatsächlich dankbar dafür und auch sehr lernwillig und lernbereit, was das Ganze angeht. Vielleicht schaffe ich es dann tatsächlich auch in einer der nächsten Episoden mal ein bisschen trittfester zu sein, wenn es um die Identifizierung von Vögeln geht. In einer weiteren begehbaren Voliere für Störche und Schreitvögel könnt ihr hier dann schon sehen, man kommt den Störchen wirklich extrem nah. Sie stehen direkt vor einem auf dem Weg, lassen sich vollkommen unbeeindruckt und die Menschen wirklich sehr nah an sich rankommen. Wir versuchen mal hier zwischen den Vögeln durchzukommen und hoffen, dass wir nicht gehackt werden. Hier im Schildkrötenhaus befinden wir uns gleichzeitig auch im Urlaubsdomizil der Schildkröten aus Heidelberg. Denn wie ich euch ja in der Heidelberg-Folge schon erzählt hatte, mussten die Schildkröten aufgrund des Unwetters, das ihr Haus zerstört hatte, leider Gottes umziehen und finden jetzt hier in Prag ihr Urlaubsdomizil. Sobald das Haus in Heidelberg repariert wurde und wieder instand gesetzt wurde, kommen die Schildkröten dann auch wieder zurück. Hier im unteren Zooteil finden wir dann mehr oder weniger die Inselwelten. Wir haben direkt vor uns hier auf dieser Anlage beispielsweise eine kleine Insel für Totenkopfäffchen, die ihr hier jetzt auch in den Bäumen sehen könnt. Direkt im Anschluss daran befindet sich ein kleines Häuschen für die Tiere, wo sie dann sich zurückziehen können in ihre Innenanlage, wenn sie das möchten. Wenn wir uns dann ein klein wenig nach links drehen, gehen wir dann hier auch schon auf das Gavialhaus zu. Das ist eines der Häuser, das ich oft nicht auf Anhieb finde hier im Zoo, aber diesmal haben wir es geschafft. Hier im Gavialhaus findet ihr dann, wie der Name natürlich schon sagt, die Gaviale. Hier seht ihr auch was ganz, ganz Schönes. Die Schildkröten nutzen den Gavial einfach mal als Sonnenliegeplatz, wo sie sich einfach im Trockenen dann so ein bisschen ausruhen können und einen Blick über die Anlage schweifen lassen können. Hier gibt es auch noch was ganz Besonderes, was wir im Anschluss gleich sehen werden, wenn wir das Haus hier verlassen. Da gibt es dann nämlich auch noch eine Außenanlage für die Gaviale, was in europäischen Zoos ja eher eine Seltenheit ist. Hier seht ihr dann jetzt auch die Außenanlage, die ich vorher bereits erwähnt hatte.
Das Wetter ist zurzeit zwar recht schön, die Temperaturen werden wärmer, allerdings ist es momentan natürlich noch nicht warm genug für die Tiere, dass sie tatsächlich dann auch hier draußen sich aufhalten. In direkter Nachbarschaft zum alten Elefantenhaus, das ich euch dann auch noch zeigen werde, finden wir hier dann noch eine Außenanlage für die Flachlandtapire. Eins der Tiere präsentiert sich hier gerade wunderschön für uns, für die Kamera. Flachlandtapire sind eine von hauptsächlich zwei Arten, die in den deutschen Zoos oder generell in europäischen Zoos gezeigt werden. Die dritte Art, die man eher seltener zeigt, sind die mittelamerikanischen Tapire. Ansonsten, wie gesagt, eher der Flachlandtapir und der Schabrackentapir, den wir eventuell später hier auch noch sehen werden, denn hier gibt es beide Arten. Ich habe eine Überraschung für euch. Das Darwin Center ist nun doch geöffnet. Also zum Glück haben wir noch ein zweites Mal hierher geschaut. Und ich werde jetzt mit euch gucken und mit ein bisschen Daumen drücken. Werden wir vielleicht jetzt dann gleich noch Teufelchen sehen? Wir werden. Bevor wir allerdings erstmal unsere Teufelchen hier sehen werden im Darwin Center, haben wir hier noch was ganz Tolles, was man selten so agil und so in Bewegung tagsüber sieht. Wir haben hier einen der Nacktnasenbomberts. Wie gesagt, der Zoo Prag hat vor kurzem ja ein Weibchen aus Kopenhagen erhalten, über Tasmanien, also erst Tasmanien, dann Kopenhagen, jetzt hier in Prag. Die beiden Tiere werden gerade aneinander gewöhnt. Und eins der Tiere können wir hier jetzt eben wunderbar in der Außenanlage sehen. Man kann es vielleicht erkennen, die Bomberts sehen ein kleines bisschen aus wie Koalabären, bloß dass sie sich eben auf dem Boden bewegen und Höhlen buddeln und nicht wie die Koalas auf Bäumen leben. Auf der anderen Seite, direkt gegenüber der Wombats, haben wir dann eine ganz große Besonderheit und ich freue mich tierisch, dass ich euch diese Tiere zeigen kann oder zumindest, dass ich ihn euch kurz zeigen konnte. Wir sehen hier die tasmanischen Teufel oder Beutelteufel auch genannt. Die Tiere kommen tatsächlich nur auf Tasmanien vor, auch wenn sie vor einigen Jahren in Australien ausgewildert wurden. Tasmanische Teufel sind extrem bedroht. Weniger davor, dass sie von Menschen gejagt werden, das werden sie seit längerem schon nicht mehr, aber sie werden durch eine gefährliche Krankheit in Australien bzw. Tasmanien bedroht, nämlich einem Gesichtstumor, der sich unter den Tieren ausbreitet und vor allem ansteckend ist. Also eine Krebsart, die ansteckend ist, ist ja was Außergewöhnliches und es ist tatsächlich so, wenn die Tiere miteinander in Berührung kommen oder sich gegenseitig beißen, dann entstehen eben diese Wucherungen. Deshalb ist es bei den tasmanischen Teufeln so unglaublich wichtig, dass funktionierende Zuchtpopulationen nicht nur auf dem australischen Kontinent vorhanden sind, sondern auch in Europa und den USA, sodass man sicherstellen kann, dass diese Krankheit die Tiere nicht dahinraffen wird. Hier in diesem Bereich seht ihr nochmal diese wunderbare Gestaltung dieser Sumpflandschaften, der semi-aquatischen Tierarten. Wunderbar auch, wie jetzt hier gerade die Gruppe Sitatungas Richtung Kamera mehr oder weniger läuft. Es sieht ein wenig komisch aus, wie sich die Tiere fortbewegen, aber das ist ganz normal bei den Tieren. Bei den Sitatungas ist es auch so, dass die Zehen sich extrem weit auseinanderspreizen können, damit sie sich eben auf sumpfigem Untergrund sicher bewegen können. Die Sitatungas teilen sich die Anlage hier mit Marabus. Wenn wir jetzt hier links einbiegen, begeben wir uns auf den Bauernhofbereich.
den Tierkinderzoo, Streichelzoo, wie auch immer man das nennen möchte. Ich finde irgendwie in keiner Episode den richtigen Namen dafür. Auf jeden Fall finden wir hier eine breite Varietät an allen möglichen Haustieren. Von den Schafen, Ziegen zu Lamas, Schweinen, Rindern, alles Mögliche gibt es hier zu entdecken. Und teilweise sind Gehege dann auch tatsächlich begehbar, sodass Kinder dann dort auch auf Tuchfühlung mit den Tieren gehen können. Hier befinden wir uns jetzt auf dem Rundweg um das Raubtierhaus von Prag. Der Prager Zoo hat eine sehr große Sammlung an vielen verschiedenen Raubkatzen. Und wir werden jetzt einfach mal schauen, ob wir hier auf den Außenanlagen ein paar der Tiere entdecken. Ich versuche euch noch ein paar Aufnahmen dann auch zu präsentieren aus dem Inneren des Hauses, kann euch aber nicht garantieren, ob es möglich sein wird, weil es in den Häusern meistens doch etwas laut ist und dann auch sehr halt. Deshalb schauen wir erstmal, was wir hier außen alles so zu Gesicht bekommen. Hier in einer dieser Außenanlagen finden wir nun auch ein Exemplar des Java-Leoparden. Der Java-Leopard ist auch dafür bekannt, dass es bei dieser Tierart häufig zu dem sogenannten Melanismus kommt. Das heißt, dass Schwärzlinge geboren werden. Diese Tiere wurden früher als eigene Tierart erkannt und Schwarze Panther genannt. Schwarze Panther in dem Sinne gibt es allerdings nicht wirklich, da es eigentlich Schwärzlinge der Java-Leoparden sind, die auch unter anderem bei Jaguaren vorkommen. Also der Melanismus, nicht die Java-Leoparden. Hier auf dieser großen Außenanlage könnt ihr nun einen der Sumatra-Tiger des Zoos finden. Die Tiger verfügen über zwei große Außenanlagen, die nebeneinander liegen und können diese dann entweder gemeinsam oder getrennt voneinander miteinander nutzen. Wie bereits erwähnt, melde ich mich jetzt mit der Stimme aus dem Off, das im Tierhaus doch relativ laut war und mit der Tonaufnahme nicht so wirklich gut funktioniert hat. Dennoch wollte ich euch gern ein paar Bilder aus dem Inneren des Raubtierhauses zeigen, unter anderem hier von der asiatischen Fischkatze. Wie ihr Name schon vermuten lässt, ist die Fischkatze eine der wenigen Katzen, die nicht wirklich wasserscheu ist. Sie ist dabei nicht nur eine sehr gute Schwimmerin, sondern versteht es auch, im Wasser nach ihrer Beute zu jagen, woher sie natürlich auch ihren Namen bekommen hat. Ein weiterer toller Vertreter und einzigartiger Vertreter, weil die Kleinkatze unter den Großkatzen und ihre eigene Familie letztendlich, ist der Nebelparder, der nächste Verwandte des Säbelzahntigers, der in unseren europäischen Zoos auch nicht allzu häufig anzutreffen ist. Und dann haben wir hier auch noch ein weiteres Exemplar der Sumatra-Tiger, die wir bei der Fütterung bzw. bei der Nahrungsaufnahme hier noch beobachten konnten. Ihr seht schon, dem Kerl oder dem Mädel scheint es zu schmecken, beziehungsweise er überprüft noch, was er da alles zu essen hat und was ihm wohl am besten schmecken wird. Ihr konntet es gerade eindrucksvoll hören. Wenn euch die Trommelfälle jetzt nicht geplatzt sind, wir sind hier an ein paar Kranichanlagen vorbeigelaufen und begeben uns jetzt zu den Feuchtgebietsvolieren und gleich linker Hand sehen wir etwas ganz, ganz, ganz Besonderes, was es nur in sehr wenigen europäischen Zoos überhaupt zu sehen gibt, nämlich den Schuhschnabel, der seinen Namen, wenn er sich vielleicht mal umdreht, vielleicht haben wir Glück dazu. Ja, so sieht man es jetzt ein kleines bisschen besser. Der seinen Namen seinem extrem auffällig geformten Schnabel natürlich verdankt. Der Schuhschnabel, auch wenn er so aussieht, wenn er nicht so aussieht, gehört tatsächlich zu den Storchenvögeln. Und der ein oder andere kennt den Schuhschnabel vielleicht auch aus dem Kinderbuch Urmel aus dem Eis.
hier an dieser Anlage für den westkaukasischen Tour, der ein Verwandter des europäischen Steinbocks ist, könnt ihr nun nochmal die Lage des Zoos erkennen. Hier haben wir einen wahnsinnig steilen Felshang, der sich natürlich ausgesprochen gut für diese Tiere eignet. So haben sie jede Menge Platz hier drin und eine absolut natürliche Umgebung auch. Hier kann man ganz beeindruckend auch beobachten, wie die Tiere tatsächlich bis in die obersten Gipfel und obersten Ecken des Geheges vordringen und tatsächlich fast auf den kleinsten Felsspalten balancieren. Ich freue mich wirklich sehr, dass wir euch heute hier auch noch die wunderschöne braune Hyäne oder Schabrackenhyäne präsentieren können. Eine wirklich einzigartige Hyänenart, die wir hier im Zoo Prag noch zu Gesicht bekommen. Vor einigen Jahren gab es diese Tiere auch noch im Tierpark Berlin, wie ich schon mal erwähnt hatte, zusammen mit den Erdwölfen alle vier Hyänenarten letztendlich dort präsentiert. Leider Gottes ist es so, dass bei den Schabrackenhyänen schon seit vielen Jahren die Nachzucht nicht mehr gelungen ist, sodass diese wunderschöne Tierart leider über kurz oder lang voraussichtlich aus unseren europäischen Zoos verschwinden wird. Oh, okay. Just operate. Darf ich? Und es war tatsächlich möglich, dass wir hier jetzt richtig toll dieses Erlebnis haben dürfen, dass wir die Bongos hier füttern dürfen. Das ist unglaublich toll. Also wer mich kennt, weiß ganz genau, wie sehr ich Antilopen liebe. Und dann noch dazu die Bongos, die ich wirklich wunderbare und extrem schöne Tiere finde. Und ihr seht schon gerade der Kleine hier. Ist sehr, sehr hungrig und sehr dankbar für jedes einzelne Blatt, das er von mir hier bekommt. Thank you. Und der Große möchte natürlich auch was haben. Jemu to totiž strašně chutná, chce se to celý hned rychle zjistit. A trošku mu to podáme ještě takhle. Co za větvičky? Tohle to mají javor. Fajn. Pak tam mají ještě nějaký jen, nebo co to mají dneska. Ale javor je nejoblíbenější, ten je nejlepší. Javor je nejoblíbenější. Tak jo. Ještě tady máte. No, tak vždycky takhle. Tak. Hele, Oskar. Jak to ujedou ty lísky? Oskare, sem pojď. The male, and he's a little... And he's very hungry. Yeah, he's not hungry, he's lying, but... Okay. Ona je tam pod ním, to dítě zkolené. Ježiši, pocem, oni... Musíte zkusit nějak porovnat. Okay. Okay. Damit sind wir nun auch schon wieder am Ende unseres Rundgangs durch den Zoo in Prag angelangt. Für mich persönlich waren einige Highlights dabei, ich hoffe für euch auch. Und vielleicht habt ihr Lust dazu, diesen wunderbaren Zoo tatsächlich auch einmal selbst zu besuchen. Ich möchte mich an dieser Stelle ganz herzlich auch nochmal beim Zoo Prag bedanken, dafür, dass sie uns diesen wunderbaren Tag ermöglicht hatten mit all den Erlebnissen, die wir hier hatten, auch mit dem Bongo-Füttern und so weiter. Ganz besonders möchte ich Theresa und Philipp danken dafür, dass sie uns das ermöglicht haben. Und jetzt seid ihr wieder an der Reihe. Lasst mich in den Kommentaren wissen, welchen Zoo ihr gerne noch sehen möchtet. Dann besuchen wir den vielleicht auch in einer der nächsten Episoden. Und ansonsten wisst ihr Bescheid, es ist wieder Zeit für den Daumen nach oben, also auf den Like-Button drücken. Ein Abo für meinen Kanal dalassen, damit ihr auch die nächsten Touren nicht verpassen werdet. Und ansonsten schaltet auf jeden Fall beim nächsten Mal wieder ein, wenn es wieder heißt Bake and Play on Tour. Also bis dahin, lasst euch gut gehen. Ciao!